Hallo und herzlich willkommen zur 273. Folge von Let's Play Minecraft, meine lieben Freunde. Wollen wir das Mikrofon gerade ein bisschen richten? So. Na, doch so. Zack, zack, zapp. Es wird gerade Nacht, wir sind nicht allein auf der Welt. Der liebe Enrico ist auch noch da. Hier ganz viele Wegpunkte, die werde ich erstmal ausstellen. Wegpunkte. Endlich müsste man ja irgendwie alle ausstellen können. So, das aus. Oder? Das war noch an. Hilfe. Aus, aus. Das auch aus. Wir sind ja in Nordwende irgendwas anderes sei hier. Und auf jeden Fall die ganzen Wegpunkte. Genau. Das müssten eigentlich alle aus sein. Was seht ihr noch was Grünes? Ich nicht. Gut. Meine lieben Freunde, heute wollten wir ja was verzaubern. Und ich habe nichts zu essen. Äpfel haben wir auch gar nicht so viele. In der nächsten Folge werden wir uns aufmachen auf den Weg, den ich jetzt so offscreen gebaut habe, Richtung Bergstätten. Der ist noch nicht ganz fertig, da fehlen noch ein paar Meter. Aber in den Truhen, da ist ganz viel Zeug drin, was wir hier auch in Nordwellen brauchen. Deswegen habe ich auch mein Bett geschnappt. Aber jetzt geht's erstmal. Moment mal, ich müsste mir eigentlich noch ein bisschen Goldwerkzeug machen. Goldschwert ist hier. Goldschwert ist hier. Machen wir uns mal eine Spitzhacke. Und noch eine Spitzhacke. Ah ne, brauche ich eh nur eine. Weil das Goldene verzaubern ja nicht. Machen wir uns auch trotzdem mal eine Axt. Ja, kann ja immer mal auf Nummer sicher gehen. Und eine Schaufel auch. Na, Schwert haben wir ja. Und dann brauchen wir ja auch die Diamanten dazu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eine Axt und eine Schaufel. Aber die Schaufel, na, das lohnt sich eigentlich nicht, die Schaufel. Ah ne, nicht da rein, sondern hier rein. Ach ja, Lapis brauchen wir ja auch. Mir da einfach mal hier den halben Stack raus. Verbrauchen wahrscheinlich eh nicht alles, aber für die Bücher. Ja. Stöcke. Hier noch welche drin. Vier. Das wird nicht lang. Wir haben hier ein bisschen Holz, machen wir 1, 2. Guck mal, hier ist noch Schwarzeichenholz. Na, siehst du mal. Siehst du mal. So, das wird reichen. Ich hoffe, dort unten ist eine Werkbank. Machen wir es doch lieber gleich hier. Eine Goldschaufel. Nee, so. Hätten wir doch noch zwei gebraucht. Bam. Genau. Wie ihr seht, ich bin jetzt Level 38. Das, und auch schon wieder der Hälfte durch. Das hat aber folgende Bewandtnis, dass ich auf der Tour, die ich jetzt gemacht habe. Das heißt auf der Tour, ich war ja trotzdem nützlich. Ah, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Guck mal, den Marktplatz habe ich renoviert. Hier steht jetzt immer noch die Planbaustelle vom Wenzel-Konto. Da habe ich das Dach auch mal ein bisschen weitergemacht. Ist jetzt ins Wasser gelaufen. Genau, und hier ist der Marktplatz mit so einem Brunnen hier. Und hier steht auch ein Tübi. Guten Tag. Mit dem habe ich noch nicht gehandelt. Hier ist auch ein kleiner Bäckermeister. Genau, das ist unser Stand hier. Nordwens beste Seite. Und die stehen ja in Schiffen drin, das sind so Schäfer. Den habe ich auch nicht so großartig gehandelt, statt mit denen habe ich dann schon eher gehandelt. Das ist ein Geistlicher, genau. Und das sind die verschiedenen Stände aus den Ortschaften. Das ist ja Hohenstein, das ist der Niederbach, das ist Mooseck und das wird wahrscheinlich dann Bergstätten sein. Genau. Und der Selo hat sich
beziehungsweise der Enrico hat sich einen Rüstungsschmied gewünscht und habe ich den ja eingestellt auf den Boten, dass die nicht abhauen. Jo, zeige ich euch mal, was hier los ist. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, ja, kann man gar nicht mal. Also, wenn wir hier mal eine Volkszählung machen, da sind ja wahrscheinlich mehr Eisengolems als sonst welche. Gibt's ja nicht. Wie viele das sind? Lasst mich hier rein. Ob ich das schaffe? Die geheimnisvolle Geheimnishöhle. Ja, die blockieren mich ja alle hier. Oh, die Tür, das wird jetzt kriminell. Lasst mich hier los. Ihr dürft das Oh ja, steht jetzt wieder einer. Tod eines Dorfbewohners. Ich muss hier mal ein Soundtor vorbauen. Ganz dringend. Zur Not kann man auch den da machen. Ich weiß. Ist ja leid, bin ich wieder auf Z gekommen. Position 6 habe ich den. Klumpt mir. Na komm. So, und zack. Genau. Das ist die Bibliothek, meine lieben Freunde. Die habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Habe ich die euch schon gezeigt? Keine Ahnung. Ach, was hat der Cedric vergessen? Hier unten ist auch noch ein bisschen was Zeugs. Drums. Hier ist Glas. Jetzt weiß ich, wo mein ganzes Glas ist. Das ist hier unten. Das ist ja doch Shit. Ich habe oben. Ich weiß gerade nicht, welcher Knopf das hier ist. Ich krieg auch den mal hier oben. Ja. Weil hier draußen. Danke fürs Aufmachen. Hier draußen, das sind die Bücher drin. Da. Werden wahrscheinlich nicht alle brauchen, aber ein bisschen was schon. Ein bisschen was schon. Du rennst mir jetzt nicht rein. Brav. So. Nein, hier oben steht das überall dran, wenn man es gerade mal lesen könnte. Genau, Flussnamenregister. Wappen der Ortschaften. Ja. Wappen der Ortschaften. Werden sozusagen hier gespeichert. Also hier, Postfach. Genau. Kommen die ganzen Informationen rein. Und hier unten dann die ganzen verzauberten Bücher. Das kann man jetzt alles nicht lesen wegen der komischen Sonneneinstrahlung. Ja, hier sind die Bücher drin. 4 Bücher wären da drin gewesen. Bootsamkeit. Ah, ja, hier ist das Bootsamkeitsbuch. Cool. Was haben wir hier noch drin? Ganz viel Eisen. Ich bin da schon auf einer großen. Habt ihr ja gesehen in der Truhe, in der Eisentruhe. Auf einer großen Minentruhe. Hier sind dann die verschiedenen Sachen auch noch mit drin. Das Wappen der Magier Nordwind ist das. Hier sind auch noch ein bisschen was drin. Muss ich alles noch einsortieren hier. Und das ist auch noch gar nicht fertig, weil ich so viele Bücher gar nicht habe. Das soll ja mal eine riesengroße Bibliothek werden hier. Und hier ist dann im Grunde genommen der Verzauberungssaal. Und ja, ich hatte recht. Hier ist keine Werkbank. Hier gibt es keine Werkbänke. 1, 2, 3. Fangen wir mal mit der Spitzhacke an. Nee. Ich fange mal mit der Axt an. Haltbarkeit 3. Haltbarkeit 3. Ist ja nur Haltbarkeit 3 drauf. Jetzt haben wir Level 35. Dann die Spitzhacke rein. Effizienz 4. Effizienz 4, Glück 3. Na, das ist doch super. Kann man doch schon mal was mit anfangen. So, jetzt Behutsamkeit. Super. Behutsamkeit. Und jetzt auch Behutsamkeit drauf. Effizienz 4, Behutsamkeit. Das ist doch gut. Das ist eine gute hier. Eine sehr gute.
Oh, jetzt haben wir Level 29 und wir wollen noch ein paar Bücher verzaubern. Tun wir die mal hier rein. Das kann man ja alles hier rein tun. Schutz. Schutz und Schärfe. Schärfe. Effizienz. Wann ist da ein bisschen besser? Schutz. Effizienz, Schärfe. Schusssicher. Immer wieder Schutz. Effizienz. Bann oder Schutz? Nehmen wir Schutz. Haltbarkeit. Nehmen es der Gliederfüßer. Na, nimm es einfach mal. Schusssicher. Haltbarkeit. Schärfe. Auch noch ein schönes Buch. Und noch einmal können wir. Und das ist zu viel. So viel haben wir nicht. Schade. Mal. Es ist einfach immer zu viel. Und ich glaube, es ist Nacht, oder? Ich glaube, es ist Nacht. Kann das sein? Oh ja. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Freunde.